Wie sieht die Zukunft des alpinen Wintertourismus aus? Um diese zentrale Frage dreht sich alles bei The Alps 2016. Bis 21. Oktober treffen in Innsbruck über 400 Vertreter der Tourismusbranche, Forscher und Medien zusammen. Im Mittelpunkt des internationalen Netzwerktreffens steht das internationale Forschungsprojekt zur Zukunft von Winterreisen in die Alpen. Beim Media Summit im Studio des ORF Tirol werden die Kernergebnisse erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und mit Experten der Branche am Podium diskutiert. Der Schnee ist tatsächlich das vermeintliche Gold der Alpen geworden. Und dieses Schneeerlebnis, sehr emotionale Erlebnis, wird auch der Baustein der künftigen touristischen Entwicklung im Winter sein. Dieser Schnee, dieses Weiß ist unersetzbar. Der Winter kann eigentlich nur auf diesem Thema der Emotion fußen. Und davon können wir lernen und das sollten wir wesentlich stärker auch auf die Gesamtdestination übertragen. Wir haben eindeutige Befunde, dass alpine Skifahren vorwiegend Gesundheitswirkungen auslöst. Und das kann zu einem der Top-Themen der Alpen werden. Offiziell eröffnet wird The Alps 2016 auf knapp 2000 Metern auf der Seegrube, hoch über Innsbruck, mit einer Flamme der Gastfreundschaft. Die Fachleute genießen den geselligen Austausch bei den Side-Events, die von Innsbruck Tourismus und der Wirtschaftskammer Tirol unterstützt werden. Am zweiten Tag dreht sich alles ums Geschäft. Im gut besuchten Trading Room wird angeboten und verkauft. Hier treffen Unternehmer, Hoteliers und Reiseveranstalter aufeinander. Die Welt von morgen, die Trends des Konsums, der digitalen Kommunikation und des alpinen Winters werden beim abschließenden Symposium beleuchtet. Die Kommunikation der alpinen Vorzüge zu professionalisieren und auf einer starken Plattform zu kanalisieren. Dazu rät Zukunftsforscher David Bosshardt. Der erste Punkt für mich ganz klar ist, die ganze alpine Region muss sich über die nächsten zwei Generationen zusammenraufen. Und ich habe gesagt, ihr braucht die weltweit beste Plattform, die den alpinen Raum weltweit repräsentieren kann. Das zweite ist, man muss die bestehende Kundschaft viel besser pflegen. Menschen, die einmal, zweimal kommen im Jahr, Zweitwohnungen haben, muss man viel besser integrieren. Man muss schauen, dass die sich nicht nur kurzfristig wohlfühlen, sondern dass eigentlich die Bergenwelt die zweite Heimat von ihnen wird. Die Botschaften der diesjährigen Veranstaltung sind ein starkes Signal für die Wettbewerbsfähigkeit des alpinen Tourismus. Darüber sind sich die Erdnet-Mitglieder einig. Die Alps 2016 war als Veranstaltung ein großer Erfolg. Das Zusammenhalten der Regionen in den Alpen ist auch ein Gebot für die nächsten Jahre. Das ist nicht einfach. Verschiedene Sprachen, verschiedene Standpunkte, Situationen. Aber ich glaube, das ist uns wieder gut gelungen. Ein spannendes Thema. Jetzt auch die Studie war sehr gut. Ich glaube, es war eines der besten Alps-Events, das wir bisher hatten. Sehr inspirierend, ein paar gute Tipps, die wir jetzt wirklich voller Drive dann auch umsetzen können. So wirklich so ein bisschen, ich vergleiche das ein bisschen mit Silicon Valley Groove. Wir müssen innerhalb dieser sehr stark fragmentierten Branche lernen, besser zu kollaborieren. Also wir brauchen wirklich eine Kultur der Kooperation. Wir müssen auch ein bisschen draußen von Europa sehen und dann sehen, was die neue Marke wie China und Korea und dann was machen die, weil die werden bestimmt die neue Tourismus vor uns sein. Die Kunden werden vernetzter, digitaler. Wir sind gefordert, das in unseren Strategien umzusetzen und sicherlich die Zusammenarbeit ein ganz wichtiges Thema auch für die Zukunft. Auch in den kommenden Jahren bleibt Skifahren das Kernprodukt von Winterreisen in die Alpen. Aber das wird bei The Alps 2016 neben vielen anderen Fakten deutlich. Ergänzende Bewegungs- und Erholungsangebote werden künftig immer bedeutsamer.